Herzlich willkommen zurück zu FIFA 21. Heute geht es gegen Uerdingen, der Verein, der seit kurzem ohne Investor dasteht, aber man sucht mittlerweile nach neuen Finanzierungsmitteln. Jetzt erst einmal andere Probleme. Wir kommen zurück ins Saarland. Vor uns liegen wichtige Spiele. Da muss natürlich der Herr Fizulahu bereitstehen. Bin mal gespannt, wie das Ganze denn so wird. Ja, da stellen wir dann am besten mal auf für, ja, für den hier. Genau. Auch wenn der in letzter Zeit sehr gute Leistungen gezeigt hat, deswegen kommt er auch auf die Bank. Aber ansonsten, ja, Fröse. Müssen wir mal schauen, also ich weiß nicht, wo steht Uerdingen momentan in der Tabelle. Auf jeden Fall ist hier Deville nichts zur Stelle. Freut mich überhaupt nicht. Und ja, ansonsten, ja gut, Schipnowski sollte trotzdem auf der Bank sein. Ich hätte gerne Schorch als Innenverteidiger mal. Also da sind wir gespannt, was das Spiel so für uns parat hält. Ich habe mir ja vorgenommen, wieder vorzuproduzieren übers Wochenende, weil mein Vorrat ist jetzt wieder mehr oder weniger aufgebraucht. Jetzt erstmal ein dummes Trainingsspiel hier. Ja, heute Abend habe ich übrigens auch die Freitagskonferenz in der zweiten Bundesliga angeschaut. Und das Bundesliga-Freitagsspiel. Das war Frankfurt. Ne, falsch. Wolfsburg gegen Frankfurt. Und hier haben wir unseren Drittliga-Top-Torjäger. Der hat sogar schon mehr Tore geschossen als Strohengel damals zu seiner Zeit. In Darmstadt mittlerweile humpelt er ja bei Unterhaching rum und ist da eher mittelmäßig erfolgreich, auch wenn er besser oder mehr Tore geschossen hat als damals beim KSC, als die mal in der dritten Liga waren. Okay, ist das noch gar nicht so lang her. Und das ist einfach nur scheiße. Oh Gott. So, das sieht schon mal sehr scheiße aus. Eine sehr gute Freistoßsituation, die fast reingegangen wäre. Da hätte ich mich aber grün und blau geärgert. Und der war klar, Maus. Hätte ich gar nicht mehr spielen brauchen, mein Freund. Du hast nur einen Einwurf von deiner Mannschaft verhindert. Wobei, der wollte, glaube ich, den noch holen. Weil wir ansonsten so oder so Ding gekriegt hätten. Den Ball. Das runde Leder. Sehr schön. Ja, es hat sich dann doch gelohnt, nicht zu flanken. Und tatsächlich den, den ich versprochen habe, hier eingesetzt zu werden, hat das Tor geschossen. Sehr schön. So gehen wir also wieder früh in Führung. Haben alles super unter Kontrolle, auch wenn es momentan Profi ist. Und das mit einem Drittliga-Aufsteiger wohlgemerkt. So. Hoffentlich bleiben wir dabei, weil wir waren ja auch in den letzten Spielen häufig dafür bekannt, diese Führungen wieder herzugeben. Aber wir haben es anscheinend doch irgendwie unter Kontrolle. Muss ich sagen. So, Jakob baut seinen Torrekord weiter aus. Das freut mich. Auch wenn es immer wieder der Gegner uns sehr leicht macht. Aber sie hatten am Anfang diese Riesenchance durch den Freistoß. Aber mittlerweile haben wir alles gut unter Kontrolle gekriegt. Und der Gegner hat kein Tor geschossen. Ja, den Freistoß nehme ich gern. Ja, das wäre zu schön gewesen. Aber man muss sich ja immer noch auf den Torwart von der gegnerischen Mannschaft verlassen.
So halbwegs. Ach Mensch, es war zu überladen. Und das war eine richtig schlechte, ein richtig schlechter Einwurf. Also ich glaube, so einen schlechten Einwurf habe ich lange nicht mehr gesehen. Aber das ist auch ein unfassbar schlechter Abschluss. Schade, der wäre ziemlich gut gekommen, wäre gut platziert gewesen. Aber das kann man ja auch bei jedem sagen. Okay, was geht jetzt hier mit uns ab? Also ich habe nichts umgestellt und schon wieder so ein bescheuerter Einwurf. Ja, Uerdingen, was macht ihr? Abseits. Ja, tatsächlich. Aber wäre doch geschadet gewesen zu schießen. Na. Also jetzt haben erstmal die wieder den Ball. Auch wenn sie nicht wirklich vorankommen. Ja, das ist natürlich sehr grenzwürdig, aber sie schaffen es nach vorne zu kommen. Menschenskinder, Leute. Passt mir bloß auf. Wir dürfen jetzt noch nicht denken, das war's. Aber der Gute war es auch ein schlechter Einwurf. Heute ist irgendwie der Tag der schlechten Einwürfe auf beiden Seiten. Und das war ein schlechter Steilpass. Und es war abseits. Abseits. Mensch, ich hätte geschworen, dass das gleiche Höhe ist. Aber gut. Das Spielweise ist bekanntlich besser. Ich hasse es. Ach. Und fortsetzen. Weil das halt macht ja mittlerweile so viel Spaß. Wir sind ja auch wirklich gut. Sind gut unterwegs und das wird das sehr gut gemacht. Na, aber so hält das natürlich. Muss man auch erwarten vom Julius. Gut. Ja, einfach mal ein bisschen Taktikfuchs spielen und den Jakobs seine Tore schießen lassen. Gut, 56. 3 zu 0. Kann gerne noch ein bisschen höher werden. Gewonnen haben wir auf jeden Fall. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hier nochmal zurückkommen. Aber klar, Viktoria Köln hat bewiesen, man kann sich irren. Manchmal zumindest. Ah, schade. Sehr schön. Und das Tor zählt. Geschossen wurde es von wahrscheinlich dem üblichen Verdächtigen, oder? Ja.
Okay, das ist scheiße. Ah, ne, wir wollen sie nicht zum Tor kommen lassen. Die machen das aber auch wirklich schlecht. Also das ist erschreckend. Da haben sich ja manche Leute auf Profi mehr Mühe gegeben. Ach Mist. Aber es gab bisher noch keine Ecke. Sieht's eigentlich aus mit dem Herr Schipnowski? Ja, den holen wir mal auf den Platz. Erlauben können wir uns es ja jetzt. Gut, wir konnten uns das eigentlich schon lange erlauben. So. Nein! Oh, das war mal wieder knapp. Dann holen wir einfach noch den letzten Spieler rein, den letzten Auswechselspieler. Meine Güte, sind die langsam. Nee, jetzt. Okay, das ist uns nicht vergönnt. Macht mich traurig und wütend zugleich. Okay, wir bringen den KFC Uerdingen mit 4-0 nieder. Und der hat einen Hattrick hingelegt, oder? Ja, genau, Hattrick. Nur ein Tor wurde von dem, der unbedingt eingewechselt worden ist, worden wollte. Und da unbedingt mal eingesetzt werden wollte. Geschossen. Und so gewinnen wir dieses Spiel. So, der bedankt sich für den Einsatz. Bleib auf dem Teppich, wir brauchen dich. Und was haben wir hier? Unsere Ziele sind gefährdet. Das ist nicht schön. Achso, und jetzt haben wir schon das Spiel gegen Ingolstadt. Das gibt es beim nächsten Mal. Und das ist sogar das Topspiel. Wir haben es hier mit unserem mehr oder weniger direkten Verfolger zu tun. Klar, von der Punktzahl her ja, ist es eher vermeintlich, aber es kann trotzdem ein gutes Spiel werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao, haltet die Unstaff und denkt daran, Freundschaft ist Magie.